So Leute, ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Mafia Definitive Edition. Wir sind in der letzten Folge ganz genau hier stehen geblieben. Und es gilt weiterhin hier auf diesem Dampfer für ein bisschen Unruhe zu sorgen, indem wir den, ich glaube Staatsanwalt war es, den Morello halt geschmiert hat, ausknipsen. Und zwar nach seiner Rede. Dafür müssen wir uns die Knarre besorgen und erstmal den Janitor oder den Hauptbootsmann suchen. Da ist er. Ah, okay, der weiß Bescheid. Okay, also Schlüssel mitnehmen. Und dann die Toiletten im Mitteldeck. Der ist total durch, der Kerl. So, hol dir die Knarre. Das heißt, wir müssen ein Stockwerk nach oben. Hier kann ich hier irgendwie durch oder so? Okay, nein, hier ist nur eine Toilette. Ach, sind die Toiletten immer gleich auf den Decks? Ja, okay. Scheint so. Muss ich einfach nur hier hinten hin. Du willst mich verarschen. Der kommt so in den Rotor da. Hoffe ich. Ah, oder auch nicht. Okay, kannst so liegen bleiben. Ich hoffe, so sieht dich keiner. Ah, da knickt gut, da knickt gut. Nice. Oh Gott, Leute, ey. Weiß nicht, was hier passieren wird. Finde eine erhöhte Position. Okay, warte mal, ich kann den aufheben. Ich würde den gerne hinten reinwerfen. Jetzt dreht sich das natürlich nicht mehr. Jawohl, hey, hau rein. So, auf zur erhöhten Position. Hallo? Du siehst wichtig aus. Ich bin auch wichtig. Ich bin der, der die Party beendet. Wo findet denn die Rede statt? Direkt hier, oder was? Ah ne, unten schätze ich mal. Oh, dann ist das eine richtig gute Position, ne? Nice! Oh, geil. Genieß deinen Applaus. Hey, John. Wird dein letzter sein. As long as the bar stays open, Counselor. Good man. Have a note for me. Huh? Der Stadtrat ist das, genau. Good to see you. Thanks for coming. Fall nicht auf. Nein, nein. Hey, hey, thank you everyone. Yeah, thank you. Hey, welcome to my little party, right? So, as you all know, it has been a tough time. 3 years ago, my dear son Billy left us. An innocent pawn in a deadly gang war. A victim of the deceased, that is, organized crime. Since that day, I have lived only to eradicate this disease. Today is a day for celebration for my 50th birthday. And for a brighter future for lost heaven. The criminals will be driven out of town. They'll drown like rats in the water. Thank you. Thank you, everyone. And now for the fireworks, huh? Ich habe Geburtstagsgeschenk für dich. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist das Schnellboot? Boah, rennen einfach nur. Okay, hier ist richtig was los. Uiuiui. Ich sehe den kaum. Oh, der war stark dafür. Der auch.
Geh in Deckung, geh in Deckung. Was? Nicht getroffen, ey. Junge, stirb! Da hinten ist auch noch einer. Der ist weg. Also der hat, glaube ich, Gottmode an. Aber lad doch nach. Nice. Weiter Munition mitnehmen, Munition mitnehmen. Heilen. Nice. Oh fuck, wie kommen die jetzt hier hoch? Geh mal weg da. Weiß nicht, ob die hier reinkommen, ne? Ah, hier ist blockiert. Oh. Oh Gott, ey, oh Gott. Close Combat ist nicht mein Ding, Leute. Bin schon wieder halb tot, ey. Hi. Box mich nicht. Mann! Die halten halt voll viel aus irgendwie. Der ist down. Hab ich hier Heilung? Ich habe hier nichts gesehen, glaube ich. Hier war noch irgendwo einer. Und der war nice. Thompson. Nice. Ich hätte gern Heilung. Okay, oh, da ist einer. Verdammt. Ich bin schon wieder fast tot. Scheiße, ey. Habe ich Molotovs oder so? Nein. Ich finde es so kacke, dass sie halt einfach auch weiterschießen können, wenn sie getroffen werden, ne? Boah, scheiße, ey. Ich muss runter. Aber ich brauche verflucht nochmal Heilung, ey. Scheiße. Mit Sicherheit muss ich links lang, weil sonst wären da keine Gegner. Ja. Da. Oh, geh in Deckung, Junge. Boah. Ja, ich. Pauli, knall die ab. Oh Gott, Leute, das wird ein knappes Ding, ey. Ja, ich muss da erstmal die Leute hier wegkriegen. Da, boah, schnell runter. Einfach runter, einfach runter. Schönes Boot. Alter, was eine Mission. Kapitel abgeschlossen. Happy Birthday. Nice. Weiter. Gottverdammter Glückspilz. Musik geht spektakulär weiter. Ich will nicht hoffen, dass der Glückspilz der Giletto war, also der Stadtrat, weil er überlebt hat. Oder vielleicht ist er der Glückspilz. Alter. He's trying to beat the train. We can make it. Oh Gott. Oh. Oh. Reifenplatzer.
Okay, ich weiß, wer der Glückspilz ist. Yes, it could be worse, huh? We could be killing you off the front of the train. He just got a good break, is all. Sergio Morella's always been lucky. He was born with more brains than his brother, that's for sure. We'll get him, boss. No, you tore off this job. You're broken mirrors on this one. We'll let the guy who killed Galati take a crack. Tommy here's got all the politicians scared. Maybe he can put Sergio in the ground. What do I need to know about this guy? Besides, he's got a lucky rabbit's foot up his ass. Sergio is Morello's top earner. He controls the unions, which means he controls the docks and attacks everything that's imported into the city. We kill him, and a big part of Morello's income will be wiped out. Any ideas on how to get to him? I don't want to end up in a tree like these two. You're going to scatter his ashes. It's a custom job. Attach it to the starter under his car, he'll be a human torch as soon as he turns the key. It's safe to carry. Yeah, just don't drop it. Shake it, smoke near it. Yeah, it's safe. Boom! Get it done, Tommy. For all our guys Morello's killed. And for all the money he's taken out of our pockets. I'll take care of it, boss. Boah, ich wusste ja gar nicht mehr, wie viele geile Missionen es in dem Spiel gibt. Ehrlich, das hätte ich total vergessen. Kannst du noch ein bisschen langsamer die Treppen runtergehen, oder? There's no way they'd come here. I used to run with his crew. So. Oh geil, wir können glaube ich den La Cita fahren. Nice. Begib dich zu Sergio Sousa, machen wir. Erstmal wieder Radio aus für die GEMA. Ja, ist doch okay, ist doch okay. Ich finde die Autos von damals hatten was, ey. Richtig Stil irgendwie. Und driften konnten die auch. Also der Job klingt easy. Wir sollen eigentlich nur eine Bombe unter dem Auto von diesem Sergio anbringen. Aber ich glaube, es ist noch keine Mission in dem Spiel so glatt gelaufen, wie wir die geplant hatten. Also stellen wir uns auf ein Abenteuer ein. Ah, Polizei, komm, wir sind zu schnell für dich. Ja, der fährt doch um die Kurve mit deinen. Mein Gott, ey. Mit deiner Eisenbahn da. Also mittlerweile ist hier halt tatsächlich ordentlich Krieg ausgebrochen, ne? Also die zwei Familien, die Morello und Salieri-Familie, die kämpfen mittlerweile ganz offen gegeneinander, also jetzt ist hier richtig Bums drin. Oh scheiße, Polizei. Ah, sehen die nicht, die sind alle kurzsichtig. Oh, weg da! Verdammte Axt! Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, Leute, was kommt noch alles? Aber es ist halt so lange, dass ich das Game gespielt, so lange her, dass ich das Game gespielt habe. Sei leise und errege keine Aufmerksamkeit. Erstmal die Reifen quietschen lassen. Hallo Leute, ich bin nur ein ganz normaler Bürger. It's gotta be Sergio's car. How am I gonna get through to it? Indem du den ausknipst da vorne einfach. Warte, guck mal, ich komm nur da rein, oder? Hier. Der sieht nichts. Ja gut, wir dürfen uns natürlich nicht an dem Typ vergehen, weil sonst
hat man halt Hinweise, ne? Mach die Bombe schnell dran. Zack. Warte in der Telefonzelle und sieh zu. Einmal wieder zurück. Ja, der weiß nichts, der weiß nichts. So. Yeah, I'll be home before supper. Hey, you wanna go dancing this weekend? Maybe drop the kid off at your pop's place. Nein. Yeah, I'm still here. Nein. Oh Christ. Nein. Hey, stop! Oh fuck. Es läuft nichts rund in dem Spiel. Alter. Der Typ hat wirklich Glück. Vinny. It all went bad. Hey, pull it together, Tom. Whatever happened, happened. There's nothing you can do about it now. Sergio's luck is running out. Why? What are you talking about? Sam and Paulie have found him. He's in Georgie's restaurant across town. You need to get over there fast. Okay. Ja. Eine WhatsApp wäre nice gewesen. Alter. Uiuiuiui. Ja, das wird wieder Gesprächsstoff geben. Gar nicht auffällig. Vom Tatort hier wegzufahren mit einer losen Motorhaube. Alter, ey. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, ich bin da. Will ich jetzt hier auch wieder so eine super funktionierende Bombe dran machen oder? Okay. Tom, straight. You okay? Yeah, this is a car bomb. Things went south. We could draw about it later. Right now we gotta get that bastard. Let's go. What the hell? We got a message from Mr. Salieri. No! Kill these clowns! Der Paulie hätte einfach die Kellnerin mit ins Grab genommen, ne? Guck mal, der Paulie, Alter, krasser Terminator, ey. Aber der Sam ist auch nicht besser. Wo ist denn noch einer da? Nice. Noch einer? Oh, da ist scheiße. Okay, ich brauche direkt Heilung, ey, scheiße. Magazine natürlich mitnehmen. Ja, dann komm doch! Oh Gott! Boah, das war einfach einer von denen. Ist nicht in Küchen immer so ein Medikit-Ding, ey? Scheiße. Get me out of here! Baller doch einfach auf seinen Motor, Reifen, alles, ey. Ja, mal Moped fahren. Go get him, Tommy! Come on, let's get back to the car. We gotta catch up before that idiot gets himself killed. Paulie, der alte Cheerleader. Geil, erste Mal mit Motorrad, Leute. Eine Havale. Geil. Ich weiß nicht, wie das hier so ist mit Motorradfahren, ey. Ob man hier runterfahren kann. Wie ist die Lenkung? What the fuck? Junge. Boah. Gas. Kann ich auch Wheelies? Anscheinend nicht. Weg!
Boah. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn man hier irgendwo gegenfährt, dass man runterfällt. Deshalb fahren wir einfach nirgendwo gegen. Kann ich schießen? Ne, ich kann nicht schießen. Ah, da ist Sam und Pauli, geil. Okay, das ist ziemlich schnell. Oh Gott, ich will sterben. Geil, ey, aber ohne Scheiß mit Motorradfahren mach ich richtig Bock, ne? Anfangs war das so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt geht's eigentlich. Man kann halt auch sehr geil driften. Oh Gott, hier ist voll der Stau. Krass, dass er seinen Hut nicht verliert. Oh, fuck you. Boah, ich hätte gerne die Sprungschanze da mitgenommen, aber fuck. Als ob du jemanden mit dem Motorrad ablenken kannst, ey, ich bitte dich. Weg da, weg da, weg da. Oh, er fährt einfach durch. Weg, weg. Ich fahr nochmal über einen drüber. Ja, wo sind Sam und Pauli? Boah, was war das? Was macht der? Was macht der? Was macht der? Ja, er trifft mich halt, wenn ich so nah dran komme. Ich darf eigentlich nicht zu nah an den Rand fahren. Jo, ich bin gleich tot, ey. Weg da! Ich bin gleich tot, ne? Oh, nice. Schieß auf den Tank! Wie geil hat er den gekillt? Ich hoffe, ich habe mehr Energie. Jawohl, ich habe mehr Energie. Ich habe keine... What? What? Was erwartet ihr denn jetzt von mir? Hä? Ja. Boah, mal gucken, ob hier irgendwie was drin ist. Ja, Heilung. Danke. Ja, steh ruhig auf, ist okay. Ich habe keine Knarre, verdammt, ich brauche eine Knarre. Der hatte keine! Der hatte keine! Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich gehe fast davon aus, Leute, dass das ein Bug ist. Ich werde das einzige sinnvoller tun. Rennen. Gib Gas, Junge. Gib einfach nur Gas. Ich renne einfach an allen vorbei. Hey, schieß nicht. Ich bin unbewaffnet. Mach mal nicht. Oh, scheiße. Ja, hä? Wie soll das denn sonst enden? Habe ich jetzt eine Knarre? Ach, jetzt habe ich auf einmal Knarren, weißt du? Oh Mann, ey, triff ihn doch. Weißt du, du schießt ihn halt voll in den Hinterkopf und er stirbt nicht. Warte, da muss noch einer sein irgendwo. Ja, ganz genau. Ich brauche Munition. Sammle alles ein. So, dann heilen wir uns nochmal eben. Geh rein. Heil dich. Irgendwo schießt einer. Hier einer hinter? Ne, ach, oben ist ein Sniper. Uiuiui, ja, den muss ich jetzt wegsnipern, Alter. Ich glaube nicht, dass ich ihn von hier treffen kann. Das ist, glaube ich, nicht so gewollt von der Mission.
Kann ich ihn jetzt treffen? Ja, aber er mich auch. Nix Molotow. Ja, ich treffe ihn, aber ist relativ witzlos bis hierhin. Keine Muni mehr. Da war jetzt noch einer, ne? Oh, der kommt raus. Nice, okay, nur noch der Sniper. Hol die Thompson Munition. Der Penner da oben. Ey, geh in Deckung. Schieß, schieß. Er stirbt aber auch nicht, ne? Schieß, schieß. Schieß doch. Endlich, ey. Alter. Ich brauch Munition für die Thompson am besten. Krieg ich nicht. Stark. Okay, wir müssen hier rüber. Wo sind Sam und Pauli verflucht nochmal? Wieder fast tot, ey. Kleine Penner wirft Molotow. Ja, auch wieder da so. Ich habe ihn halt mitten im Rennen getroffen. Der hört dann aber nicht auf zu sprinten. Hallo! Alter, ich konnte nicht schießen. Boah, ey, so eine Scheiße. Komm raus. Der steht auf der rechten Seite. Alter. Bitte komm, das reicht jetzt. Oder ich brauche Heilung. Keine Munition für die Thompson. Ja, bitte. Okay. Könnte gut sein, dass wir gleich neu laden müssen und es ist wieder ein Sniper da. Was ich tun soll, ne? Ich kann nichts machen. Ich habe nichts mehr. Ich habe einfach nichts mehr. Und so viele Munition, dass ich die alle aus der Deckung erschießen kann, habe ich auch nicht. Das wird gar nichts, ne? Der da oben, ey, diese kleine Ratte. Stirb! Du auch. Da ist wieder einer gekommen. Der Sniper legt gerade nach. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Drei Schuss. Mir reicht einer. Oh, Alter. Ja, fall runter, du Bitch, ey. Munition. Thompson. Ey, Leute, ich brauche mal was zum Heilen. Ach komm, ey, Leute. Das ist sehr nervenaufreibend. Habe ich Molotows? Nein! Ich kann nicht so viel machen, ehrlich gesagt. Außer den erschießen. Oh, verdammt, der Wecker. Egal, wir zocken weiter, wir zocken weiter. Wecker aus, Wecker aus. Oh, warte mal. Einer brennt. Oben ist schon wieder einer, ne? Sniper. Nein, er wirft ihn. Nein, ich brenne. Ich bin nicht tot, aber ich habe nichts mehr. Wie konnte der denn, der da gebrannt hat, noch leben? Wahrscheinlich genauso wie ich jetzt noch lebe.
Leute, was eine Mission. Was eine Mission. Oh, ich habe Thompson-Munition aufgehoben. Hab ich gar nicht gesehen. Als ob ich ihn jetzt nicht am Kopf getroffen habe. Ich treffe ihn nicht! Nicer Shot, ey. Komischerweise treffe ich den mit der Thompson nicht. Ah, endlich, ey. So, wo ist der letzte? Da war links noch einer. Da. Da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Keine Munition mehr und ich brauche immer noch sowas von Heilung. Munition, Munition. Ey. Wo sind Sam und Pauly? Da kommen wieder welche. Wo ist er? Huch, was mit dem passiert? Als ob ich ihn da nicht am Kopf treffe. Er ist tot, nice. Ey, das gibt's einfach nicht, ne? Boah. Nein, oh. Er lebt nach. Oh. Hier ist irgendwo Heilung. Ich hoffe, die kann ich nehmen. Nice. Oh. Munition, Munition, Munition. Boah, komm, Leute, langsam reicht's, ey. Ich weiß nicht, wo die sind. Geh in Deckung. Er geht einfach nicht in Deckung dahinter. Ja, die werfen Molotow. Die werfen Molotow. Hat aber direkt die Rechnung für gekriegt. Oh, scheiße, der da. Boah, Junge. Alter. Untersuche das Stellwerk. Okay, es scheinen alle tot zu sein. Wir machen heute mal wieder ein bisschen Überlänge, Leute. Da hinten war auch Heilung. Ja, komm, wir gehen. Wir holen uns den fucking Glückspilz, ey. Und weißt du, was ich durchmachen musste? Achso, der ist gar nicht hier. Einfach mal den roten Hebel ziehen. Rot ist immer gut. Oh, krass. Geht das Ding jetzt hoch? Ja, ich dachte, er geht hoch, schade. So, wir sind immer noch nicht am Ziel angelangt, ne? Fuck, fuck, what happened? Some kind of fucking train? Allerdings. Ich hab voll Schiss, da reinzugehen. Alter, ey. Also das ist ein bisschen schlecht balanced, finde ich. Das mit den Hitboxen so. Du triffst sie halt am Oberkörper. Also da kannst du ja höchstens irgendwie zwei Kugeln abkriegen, dann liegst du einfach. Nicht die Gegner in Mafia. Okay, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Auch da jetzt wieder, ey. Er ist einfach wie ein Erdmännchen runtergegangen. Oh, hier ist Heilung. Wo? Nein. Aber die Missionen sind einfach geil gemacht. Ich will kein Geld, Junge. Ich will einfach nur deinen verdammten Kopf. Komm her.
Ja, let's finish this, alles klar. Oh Gott. You just winged me, asshole. You think you're the guy who's gonna kill me? Nice. Ist das ein Glückspilz, der Typ? What did I tell you? No one can touch me. Bin gespannt. You ain't that lucky, bastard. Wait. No! Whoa! Wir rennen raus. Tommy ist absolut crazy, ey. Nice, Leute. Kapitel abgeschlossen. Gottverdammter Glückspilz. Ja, wieder mal eine fulminante Folge, Leute. Die Sache mit der Bombe ist leider schief gelaufen, aber wir konnten alles gerade biegen. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen, Leute. Bis dahin.